wenige Schritte von hier, hinter dem Sony Center in der Lenestraße 9, hat der weltweit zweitgrößte Rüstungskonzern Boeing sein Deutschlandbüro. Mit Rüstung setzte Boeing 2011 knapp 32 Milliarden US-Dollar um. Für die weltweiten Aggressionen der USA ist Boeing von zentraler Bedeutung. Er stellt die Erdkampfflugzeuge A-10 Thunderbird her. Der Pilot reitet sozusagen auf einer Gatling-Kanone. Und Boeing stellt den Apache-Kampfhelikopter her. Außerdem stammt die weltweit fliegende Transport- und Tankflugzeugflotte der US Air Force aus dem Hause Boeing. Boeing liefert mit den Minuteman Interkontinentalraketen das zentrale Atomwaffensystem der USA. Dazu kommen die Atombomber B-52 und B-1 von Boeing, AVAX-Maschinen und die Kampfflugzeuge F-15 und FA-18 runden das Bild ab. Ein Programm der Tötungswerkzeuge. Damit die USA unbeschoren ihre Aggressionen und ihre Erpressungspolitik fortsetzen kann, entwickelt und verkauft Boeing ein Raketenabwehrsystem gegen ballistische Raketen. Wir protestieren beim Ostermarsch gegen Rüstungsexporte. Berlin darf keine Drehscheibe im internationalen Waffenhandel bleiben. Diese Rüstungslobby hat bei uns nichts zu suchen.